Tja, liebe Zuschauer, hier oben rätseln wir immer noch ein wenig, weshalb Eva Serrano die Bronzemedaille gewann. Wir fanden, dass Theodora Alexandrova und Jana Bartirschina eine bessere Leistung darboten. Nun, da lässt sich nichts dran ändern. Die Juroren haben entschieden. Der dritte Durchgang, das Finale mit den verflixten Keulen und Editha Schaufler. Sie ist leicht umgeknickt. Aber sehr schöne Drehung. Hat sich hoffentlich wieder gefangen. Keulen sind jeweils 150 Gramm schwer, 40 bis 50 Zentimeter lang. Oh, fantastisch, diese Drehung. Da war ja gar kein Wackler drin. Hier die geforderten Mühlkreisen. Ja, da zittert man ein wenig mit. Ja, auf jeden Fall. Bravo. Na bitte nach dem kleinen Patzer am Anfang. Hat sie dann doch sauber durchgeturnt, die 17-Jährige. Hier nochmal ein Doppelwurf. In Rückbeuge gefangen. Und da sieht man, ist sie umgeknickt. Das ist aber auch der einzige Fehler in dieser Übung. Ja, es kann sogar sein, dass eine kleine Unebenheit da war. Gut, das kann man jetzt nicht feststellen. Oder sie war nicht fest genug im Fußgelenk. Noch einmal eine Drehung. Ist schon ein kleines Drehwunder. Weil sie sehr schwierige Drehung macht. Bein hinten hoch. 9,816 und als erstes.